Ich wache auf in meinem Bett, bin abgefuckt, hab geträumt, dass ich letzte Nacht einen abgeschlachtet hab. My God. Ich steh auf, tritt irgendwo mit meinem Fuß rein. Es ist feucht, es ist rot, könnte das Blut sein? Das macht keinen Sinn, ich höre einen Schrei. Kann es sein, dass ich nicht allein bin? Kann sein. Und ich öffne meinen Kleiderschrank, weil da die Schreie herkam. Pervers, Mann, mein Herz macht bam. Und ich werd lahm. Was passiert in dieser Klapse? Noch in meinem Schrank hängt ein Mann mit einer Axt im Kopf. Und er lebt noch so halb und bewegt sich als Leichlein durch säbelter Schädel. Ist eklig, ich schrei. Renn in meine Flur, mach mein Handy an und stecke da in deine Kinderleiche von dem Venti an der Decke. Ich fühle mich so machtlos, der Bulle lacht bloß. Als ich ihm per Handy sagte, meine Wohnung sei ein Schlachthof. Was war heute Nacht los? Plan hab ich gar keinen. Was für ein Schlachthof? Warum ist jeder Spaß tot? Plan hab ich gar keinen. Was für ein Schlachthof? Das darf doch nicht wahr sein. Was war heute Nacht los? Plan hab ich gar keinen. Was für ein Schlachthof? Warum ist jeder Spaß tot? Plan hab ich gar keinen. Was für ein Schlachthof? Das darf doch nicht wahr sein. Was könnte schlimmer sein? Ich renn ins Badezimmer rein, weil ich kotzen muss und höre den Typen dann auch immer schreien. Alles ist voller Blut, ich knie auf roten Fliesen und sehe in der Duschkabine wieder etwas Totes liegen. Genau wie mein Traum, und mein Traum wird kaum wahr. Und ich fang an zu glauben, dass es gar kein Traum war. Ich komm kaum klar, ob's so war. Ich hoffe nicht, ich renn zur Wohnungstür und merke, dass sie abgeschlossen ist. Ich höre Geräusche und gucke durch das Guckloch und sehe zwei gehäutete Leute, einer zuckt noch. Die Bullen sind auch da und sagen, ich soll aufmachen. Ich hab keinen Schlüssel, ohne den werde ich's wohl kaum schaffen. Und die dritte vor die Tür, doch das bringt nix. Mein Instinkt sagt mir, dass der Killer noch hier drin ist. Ich renn in die Küche, besser, wenn ich jetzt ein Messer steck. Doch ich treff nur so einen Typ, in dem das Küchenmesser steckt. Oh, was war heute Nacht los? Plan hab ich gar keinen. Was für ein Schlachthof? Warum ist jeder Spaß tot? Plan hab ich gar keinen. Was für ein Schlachthof? Das darf doch nicht wahr sein. Was war heute Nacht los? Plan hab ich gar keinen. Was für ein Schlachthof? Warum ist jeder Spaß tot? Plan hab ich gar keinen. Was für ein Schlachthof? Das darf doch nicht wahr sein. Der Typ ist nicht tot, er ist bei Bewusstsein. Eine Frage, wie kommt mein Messer so tief in deine Brust rein? Fang an zu labern, ich weiß, dass du einen Plan hast. Er sagt, ich sei der Spaß, der ihm das angetan hat. Dass sie eine Party war, ich mir zu viele Spacken schmiss. Mit zugepappten Nacken kam ich dann auf den Massaker-Trip. Danach schlachtete ich jedes Lebewesen per Messer und Dachs und ging dann schnell, als wenn gar nichts gewesen wäre. Was redet er, wenn das stimmt, bin ich geliefert? Dann macht mich die Police platt und ich kack im Verlies ab. Aber nicht mit mir, ich geh in so'm Loch tot und springe vom Balkon, obwohl ich im dritten Stock wohne. Die Bullen schreien, wir lochen dich ein und ich versuche wegzurennen mit nem gebrochenen Bein. Doch ich renn los und liefer mir nen Wettlauf. Die Bullen schießen los und ich wach in meinem Bett auf. Shit, es war nur ein Traum, es ist alles gut jetzt. Ich steh aus meinem Bett auf und tritt voll in einen Blutfleck. Shit.